Martin Schachner hatte zur Premiere seines Weinduelles Mark Medlock und einige Freunde in sein Ladengeschäft eingeladen. Der Weinkenner und Weinliebhaber Schachner behauptete, den Geschmack seines Gastes Mark Medlock besser zu kennen als der selbst. Mark Medlock schickte 3 von ihm ausgewählte Weine ins Rennen, Schachner ebenfalls. In einer Blindverkostung wurden die edlen Tropfen dann mit Punkten bewertet. Die Sache war natürlich ein großer Spaß für die Gäste. Die Lust am Weintrinken, das Schmecken, Fühlen und Riechen des edlen Rebensaftes. Darum ging's beim nicht ganz so ernst gemeinten Weinduell. Eigentlich zahlt der Verlierer, aber das Duell zwischen Schachner und Medlock ging unentschieden aus. Zukünftig will Martin Schachner regelmäßig sein Weinduell veranstalten.